Auf Englisch gibt es jede Menge Unterweisungen in Mahamudra. Daher ist es mir ein Anliegen, Mahamudra-Unterweisungen für Interessierte endlich auch auf Deutsch zu halten. Was den Aufbau betrifft, halte ich mich an den Aufbau aus dem Buch von Gajahn Rinpoche, Mahamudra am Gangesstrom, der Lehrgesang des Meisters Tilopa. Der Vortrag gliedert sich in einen Einführungsteil, vier Kapitel und einen Bonusteil. Kapitel 1 lautet die Vorbereitung des Geistes. Kapitel 2 die Hinwendung zum Wesentlichen. Kapitel 3 mit dem Üben beginnen. Kapitel 4 die Chancen nutzen. Bonusteil Vermächtnis der Magic Labdrön, Padmasambhava nimmt den Gesang der höchsten Praxis an. Die erwähnte Gliederung folgt dem Buch seiner Eminenz Gajahn Rinpoche, Mahamudra am Gangesstrom. Liebe Mahamudra-Interessierte, Magic Labdrön sagt in ihrem Vermächtnis: Was wird passieren, wenn ihr eines plötzlichen Todes sterben werdet, wenn ihr nicht heute mit Eifer praktiziert und morgen sterben werdet, wer wird euch dann diese tiefen Lehren geben? Also seid nicht faul und übt. Denkt immer daran, es ist später, als ihr denkt. Wir sind gewohnt, uns gegen alles Mögliche zu versichern. Wir versichern uns gegen Hagel, gegen Einbruch, haben eine Krankenversicherung, eine Unfallversicherung. Wäre es nicht vorteilhaft, uns gegen mögliche Unbill im jetzigen Leben und in zukünftigen Inkarnationen zu schützen? Vielleicht denken Sie sich, das Leben ist nicht vorhersehbar, alles Mögliche kann passieren. Ich brauche Schutz. Ich muss nach der besten Versicherung Ausschau halten, die es gibt. Die Zeiten werden immer unsicherer. Gibt es so eine Versicherung? Ja, so eine unfehlbare Versicherung gibt es. Sie heißt Buddhaschaft. Und wie kommt man zu so einer unfehlbaren Versicherung? Durch Buddha. Wie komme ich zum Versicherungsschutz? Durch die Lehren Buddhas. Wie entrichte ich die Versicherungsgebühren? Durch die tägliche Praxis. Um zum Erfolg zu kommen, müssen Sie eine Stufe nach der anderen erklimmen. Das ist äußerst mühsam und es ist nicht einfach, die Praxis durchzuhalten. Aber letztendlich lohnt es sich. Sie müssen folgenden Pakt mit sich selbst schließen. Wie schwierig es auch sein mag, bis ich endlich erfolgreich meine Buddhaschaft erreicht habe, ich werde letzten Endes niemals aufgeben. Warum ist es so schwierig, Buddhaschaft zu erreichen? Wir waren, wir sind und wir werden immer sein Buddhas. Na, das kann doch nicht sein, höre ich sie entgegnen. Wenn ich eh schon Buddha bin, wieso kann ich mich daran nicht erinnern? Nun, seit anfangsloser Zeit sind wir im Kreislauf der Wiedergeburten. Mit jeder Inkarnation identifizierten wir uns stärker und stärker mit der samsarischen Welt. Irgendwann jedoch fingen wir an, diese Welt als etwas Endliches und offensichtlich Unwirkliches zu begreifen. Wir stellten uns die Frage, woher komme ich und wohin gehe ich eigentlich? Das war die Geburtsstunde unseres Aufstiegs in uns selber,
Bis zu diesem Zeitpunkt haben wir uns mit dieser Art des samsarischen Seins identifiziert. Aber nun begann sich unser Allerinnerstes zu rühren und uns anzustoßen, uns wiederzuerkennen. Dass wir aber dieses samsarische Spiel schon so lange machen, haben sich so viele unendliche Lagen von Zwiebelschalen um unser wahres Ich, den Buddha in uns, gewickelt, dass wir diesen Panzer nicht so ohne weiteres loswerden können. Wir schleppen unbewusst so viele Überzeugungen mit uns, dass es ohne bestimmte Hilfsmittel nicht möglich ist, diese seit anfangsloser Zeit erworbenen Vorstellungen wieder loszuwerden. Es gibt, je nach Entwicklungsstufe, verschiedene Behandlungsmethoden, uns wieder zu uns zurückzuführen, uns unseres wahren Ursprungs bewusst zu werden. Eines dieser Methoden ist das Mahamudra. Wir nehmen unsere menschliche Existenz als etwas absolut Selbstverständliches an. Aber dem ist nicht so. Es gibt x-fach mehr Mikroben, Fliegen, Käfer etc., mehr als Menschen. Manchem mag das als Vorteil erscheinen, aber wie gehen wir mit unserer menschlichen Existenz um? Im Mahakaruna Pundarika Sutra heißt es: Eine menschliche Geburt ist selten. Selten sind die höchsten Freiheiten. Es ist selten, dass ein Buddha in der Welt erscheint. Wirkliches Interesse an tugendhaftem Dharma ist selten. Selten sind reine Gebete. Sollte uns das nicht zu denken geben? Vertrödeln wir diese kostbare Inkarnation nicht? Wir denken, na komm, was soll das? So alt bin ich nicht, dass ich gleich sterben werde. Erstaunlich, wie naiv Menschen sein können. Täglich liest man in der Zeitung, sieht im Fernsehen, wie junge Menschen plötzlich aus dem Leben gerissen werden. Wir sehen das. Wir bedauern die Verunglückten. Aber die Zerbrechlichkeit unseres Seins verdrängen wir trotzdem. Sterben tun immer die anderen. Es heißt, ich gehe nackt wie ein Haar, das aus der Butter gezogen wird. Im Bodhicharavatara heißt es, auch wenn mich alle Freunde und Verwandten umgeben, während ich auf dem Sterbebett liege, die Empfindungen des Sterbens werde ich allein erfahren. Wenn die Boten des Todesherrn Yama mich mitnehmen, was können mir dann Verwandte und Freunde helfen? Dann ist verdienstvolles Karma mein einziger Schutz. Doch darum habe ich mich nie gekümmert. Wenn man sich auf dem Sterbebett das sagen muss, ist das doch wirklich entsetzlich. Wenn du immer noch so denkst, ach, das ist ja alles halb so schlimm, ich werde friedlich einschlafen und das war's. O heilige Einfalt! Im Abhidharma Koshabhasya steht geschrieben, gelangt ein einzelnes Haar von der Handfläche ins Auge, entstehen unangenehme und schmerzhafte Empfindungen. Spirituell unentwickelte Menschen sind wie die Handfläche. Sie spüren nicht das Haar, das allem zusammengesetzten, innewohnende Leid. Spirituell entwickelte Menschen sind wie das Auge. Sie nehmen das Leid in allem Zusammengefügten wahr. Was ich damit sagen will, ist, durch die Entwicklung von Bodhicitta, dem Erleuchtungsgeist, sind wir in der Lage, Liebe und Mitgefühl sowohl für andere als auch für uns selbst zu entwickeln. Diese Einsicht befähigt uns, Mahamudra zu üben, und zwar zu unserem eigenen Wohl, wie auch zum Wohl aller fühlenden Wesen. Gleichzeitig verlieren wir nach und nach auch die Angst vor dem Sterben und dem Tod, da wir zweifelsfrei erkannt haben werden, dass tatsächlich alles, was ist, keinerlei Inhärenz besitzt und nur durch unseren eigenen Geist geschaffen wurde, auch wir selbst.
Nach jeder Mahamudra-Sitzung besiegle die Übung mit den Worten: Möge ich durch diese heilsame Handlung schnell Mahamudra verwirklichen und alle Wesen ohne Ausnahme auf diese Stufe bringen. Wie verfahre ich jetzt im Alltag? Buddha, so wird im Majjhima Nikaya 36 tradiert, sagt Folgendes: Wenn der Vortrag beendet ist, Agivesana, dann stabilisiere ich meinen Geist innerlich, beruhige ihn, bringe ihn zur Einheit und sammle ihn auf demselben Sammlungszeichen wie vorher, indem ich dauerhaft verweile. Das ist angewandtes Mahamudra. Übrigens, der Majjhima Nikaya oder die mittlere Sammlung von Buddhas Reden ist der zweite der fünf Nikaya des Sutta Pitaka. Der Majjhima Nikaya besteht aus 152 Reden. Die Sammlung beinhaltet die wichtigsten und bekanntesten Reden Buddhas, einschließlich der Satipatthana Sutta, die vier Grundlagen der Achtsamkeit. Die Anapanasati Sutta, das ist das achtsame Ein- und Ausatmen. Die Sabbasava Sutta, alle Anhaftungen. Die Angulimala Sutta, die Geschichte des Mörders Angulimala und viele mehr. Noch etwas. Sutta, das ist Pali. Sutra ist Sanskrit. Sehen wir uns nun die wichtigsten Vertreter des Mahamudra an. Ich will hier nur einige kurz erwähnen. Tatsächlich sind es weitaus mehr. Wenn du mehr über die genannten Mahasiddhas wissen möchtest, kannst du sie googeln. Tilopa 988 bis 1069 war der bedeutendste indische Vorvater der Kagyu-Linie des tibetischen Buddhismus. Er wurde vermutlich in Chittagong als Sohn einer Brahmanenfamilie geboren. Naropa, 1016 bis 1100. Naropa ist einer der bekanntesten indischen Mahasiddhas und bedeutender Überlieferungsträger der Mahamudra-Lehren. Die sechs Yogas von Naropa gelangten über seinen Schüler Marpa nach Tibet und sind bis heute in der Kagyu-Tradition erhalten. Marpa Chögyi Lodrö, der Übersetzer, tibetisch auch Marpa Lhotsawa, 1012 bis 1097, war ein bedeutender Lama des tibetischen Buddhismus. Er war einer der Übersetzer, die im 11. Jahrhundert die Traditionen der neuen Übersetzungen in Tibet begründeten. Zudem war er der erste tibetische Linienhalter der Kagyu. Marpa war der führende Schüler des gelehrten Naropa. Er machte ausgedehnte Reisen, bereiste furchtlos dreimal Indien und viermal Nepal, um dann viele wichtige Belehrungen nach Tibet zu bringen. Marpa, der Übersetzer und Vater der tantrischen Lehren, erhielt Unterweisungen von 108 tantrischen Meistern, sowie von Naropa und Maitreya. Der gelehrte Naropa bestimmte Marpa zu seinem Vajra-Regenten in Tibet und sagte voraus, dass sich die Mahamudra-Lehren in der kommenden Zeit bedeutend entfalten würden. Der wichtigste Schüler des heiligen Marpa war Jetsun Mila, genannt Milarepa, 1052 bis 1135, weil er nach dem Erlernen von Tummo nur noch ein Baumwollgewand, Repa genannt, getragen hat. Er wird als der größte Yogi Tibets betrachtet. Jetsun Milarepa erlangte in einem Leben die Erleuchtung, und sein Name und seine 100.000 Gesänge sind zu einer Kraftquelle geworden, um zahllose Wesen auf dem bewährten Pfad des Buddha zu führen.
Im Bonusteil werden wir Magic Labdröms Vermächtnis der Yogine Magic Labdröm und Padmasambhavas Gesang der höchsten Praxis kennenlernen. Kommen wir als nächstes zum Begriff des Wortes Mahamudra. Maha kommt aus dem Sanskrit und bedeutet groß. Mudra hat eine Menge von Bedeutungen. Hier in unserem Fall wird sie in der Bedeutung von Siegel gebraucht. Ich habe schon eingangs auf die Seltenheit der menschlichen Natur hingewiesen. Es ist von größter Wichtigkeit, sich darüber vollkommen klar zu werden. Es gibt 4 Kontemplationen, die als Vorübung dienen, damit es uns leichter fällt, uns nicht an den Schein unseres Lebens zu halten. Die 4 Kontemplationen sind: erstens die Kontemplation über die Kostbarkeit des Lebens. Zweitens die Kontemplation über die Vergänglichkeit und Unbeständigkeit unseres Seins. Drittens die Kontemplation über das Karma, deren Ursache und Wirkung von Freude und Leid im eigenen Tun. Und viertens die Kontemplation über die Allgegenwart wiederholten Leidens. Art 1, die Kontemplation über die Kostbarkeit des Lebens. Darüber habe ich schon eingangs gesprochen und braucht deshalb nicht wiederholt zu werden. Art 2, die Kontemplation über die Vergänglichkeit und Unbeständigkeit unseres Seins. Dabei geht es darum, uns klar zu werden, dass wir nicht ewig in diesem Körper sein werden. Wir können Billionäre sein, aber das rettet uns nicht vor dem Parinirvana. Gleichzeitig muss uns klar werden, dass, auch wenn wir diese starken, jetzigen Körper verlassen, unser Sein dennoch nicht endet. Unsere Begierden sind so stark, dass wir uns wieder einen Körper suchen, sofern die Gegebenheiten dafür vorhanden sind. Art 3, die Kontemplation über das Karma, deren Ursache und Wirkung von Freude und Leid im eigenen Tun. Wir müssen uns zweifelsfrei darüber im Klaren sein, dass alles, was wir tun oder lassen, karmische Auswirkungen hat. Einfach ausgedrückt, du kannst nie die Rechnung ohne den Wirt machen. Solange du auf einer der 10 Stufen eines Bodhisattvas bist, haben deine Handlungen karmische Auswirkungen. Erst auf der Stufe eines Buddhas gibt es kein Karma mehr. Warum das so ist, werden wir im Laufe der Mahamudra-Unterweisungen erfahren. Art 4, die Kontemplation über die Allgegenwart wiederholten Leidens. Unsere Handlungen und Gewohnheiten sind stets mit allerlei Problemen verbunden, die unweigerlich zu Leid führen. Denke darüber nach. Denke auch darüber nach, inwieweit eine positive innere Absicht Leiden vermindern kann. Diese 4 Kontemplationen sind als Vorübung für Mahamudra von allergrößter Bedeutung. Übergehe sie bitte nicht. Im Tibetischen gibt es das Bild eines alten Ochsen, der Wasser lässt. Das bedeutet, am Anfang nichts forcieren, langsam kommen lassen. Wenn es dann fließt, nicht abwürgen, sondern weiter fließen lassen. Genauso ist es mit dem Üben von Mahamudra. Kurze Sitzungen am Anfang, die man öfters wiederholt. Mit fortschreitender Übung werden die Sitzungen länger. Irgendwann gibt es dann keinen Unterschied mehr zwischen den Sitzungen und dem normalen Alltag. Alles ist dann Meditation. Wichtig ist auch, dass du das, was du an Erkenntnis in deinen Sitzungen erfährst, auch in den Alltag mitnimmst. Am Anfang steht die Erkenntnis. Durch das Vertiefen der Erkenntnis und das Umsetzen im Alltag kommt es zur Erfahrung.
Genau diese Erfahrung ist es, die dich zur Buddhaschaft erwachen lässt. Und wie du dahin kommst, will ich dir in diesem Videozyklus über Mahamudra zeigen. Es gibt zwei wichtige Ereignisse im Leben eines Menschen: die Geburt und der Tod. Für uns normale Menschen geschieht die Geburt unbewusst. Das heißt, wir können uns an unsere Geburt normalerweise nicht erinnern. Aber auf den Tod bzw. das Sterben können wir uns bewusst vorbereiten. Warum sollten wir uns aus dem Kreislauf von Geburt und Tod befreien wollen? Ganz einfach, weil wir irgendwann von diesem ständigen Auf und Ab des Samsara, was im Sanskrit beständiges Wandern bedeutet, genug haben. Stellen wir uns ein Theater vor. Auf der Bühne die Schauspieler und im Zuschauerraum die Zuschauer. Die Schauspieler spielen komplexe Stücke. Glück und Leid, Frust und Lust wechseln einander ab. Letztendlich ist das ganze Leben ein Nullsummenspiel. Die Zuschauer, das sind die erkennend Wissenden, ergötzen sich an den Darstellungen, denn sie wissen, dass das alles, was auf der Bühne gespielt wird, nichts weiter ist als Maras Werk. Mara ist der Verblender, den Buddha durch seine Erleuchtung besiegt hatte und Mara danach in einer Pfütze versank. Aber wer ist Mara denn wirklich? Mara sind wir selbst. Wir schreiben unsere Stücke und spielen selbst darin die Hauptrolle. Frage: Was willst du lieber sein? Schauspieler oder erkennend Wissender? Wenn du Schauspieler bleiben willst, dann sieh dir dieses Video nicht an, denn du hast sicher Wichtigeres zu tun. Wenn du aber erkennend Wissender werden willst, dann bist du hier gerade richtig, um zum erkennend Wissenden zu werden, befreit von allem, dass das Sein zeitweise unerträglich erscheinen lässt. Es geht im Mahamudra um das grundlegende Bewusstsein. In den verschiedenen buddhistischen Traditionen hat es viele unterschiedliche Namen. In Madhyamaka, dem sogenannten mittleren Weg, spricht man von Leersein. In der Nyingma-Tradition heißt es Rigpa, Gewahrsein oder Selbstgewahrsein im Dzogchen. In der Tradition Milarepas heißt es Mahamudra. Lassen wir uns daher nicht von den verschiedenen Vokabeln verwirren. Der Kern aller dieser Unterweisungen betrifft das Gewahrsein als solches. Das Gewahrsein, dass alles, was wir wahrnehmen, der Ausdruck unseres Geistes ist. Alles kommt aus dem Geist und kehrt in diesen wieder zurück. Das Problem ist nur, dass wir aufgrund der Inkarnationen, die wir seit anfangsloser Zeit betreiben, so sehr in unser eigenes Konstrukt hineingegangen sind, dass wir seinen Ursprung völlig vergessen haben. Wir haben völlig vergessen, dass alles ein Spiel ist und daher glauben wir, dass ein Sandkorn im Universum wie die Erde das Sein bedeutet. Wir glauben, dass wenn wir Anführer in einem Land sind, wir einem Gott gleich wären. Wir glauben, dass ein geistiges Konstrukt, das wir Religion nennen, tatsächlich von irgendeinem Gott, irgendeinem Propheten eingegeben worden wäre, etc. Alles das sind aber nur Teile eines Spiels, das wir aufgrund unserer Vergesslichkeit als bare Münze nehmen. Das Üben in Mahamudra soll uns wieder zu unserem Ursprung führen. Zu unserem Ursprung, der uns erkennen lässt, dass wir im Grunde zwar wissen, aber durch zu tiefes Eintauchen in unsere selbstgeschaffene Scheinwelt zugeschüttet haben. Natürlich kann jemand sagen, ja, alles was ist in Wahrheit leer. Aber diese Leere ist keine Leere im nihilistischen Sinn, sondern eine Leere mit Bewusstheit. Nun stehen uns folgende Möglichkeiten offen. Wir können dieser Meinung zustimmen
oder sie als völlig haltlos ablehnen. Es gibt aber noch eine dritte Möglichkeit. Wir lehnen diese Darstellung weder ab, noch stimmen wir ihr zu. Wir begeben uns in Meditation und ergründen selbst, ob das Gesagte der Wahrheit entspricht oder nicht. Stimmt es, was im Prajnaparamita Sutra gelehrt wird? Wäre der Buddhismus eine Religion, wie man andere Philosophien als Religionen bezeichnet, dann müsste die Frage apodiktisch, das heißt keinen Widerspruch duldend, mit Ja beantwortet werden. Als Buddhisten jedoch haben wir den Auftrag, alles selbst zu überprüfen. Du erinnerst dich doch an die Worte Buddhas. Glaubt nicht an irgendwelche Überlieferungen, nur weil sie für lange Zeit in vielen Ländern Gültigkeit besessen haben. Glaubt nicht an etwas, nur weil es andere dauernd wiederholen. Akzeptiert nichts, nur weil es ein anderer gesagt hat, weil es auf der Autorität eines Weisen beruht oder weil es in einer heiligen Schrift geschrieben steht. Glaubt nichts, nur weil es wahrscheinlich ist. Glaubt nicht an Einbildungen oder Visionen, die ihr für Gott gegeben haltet. Glaubt nichts, nur weil die Autorität eines Lehrers oder Priesters dahinter steht. Glaubt an das, was ihr durch lange Prüfung für richtig erkannt habt und was sich mit eurem Wohlergehen und dem anderer vereinbaren lässt. Buddhisten sind also angehalten, alles selbst zu überprüfen. Wir können den Wahrheitsgehalt der Aussage Form ist Lehre, Lehre ist Form, selbst überprüfen. Wir sind hier wie die bekannten Science Busters aus dem österreichischen Fernsehen mit ihrem Spruch, wer nichts weiß, muss alles glauben. Dieses Wissen werden wir in diesem und in den folgenden Videos lernen. Nun aber zurück zu dem Text, auf den wir uns beziehen wollen. Im Sanskrit trägt er den Titel Mahamudra Upadesha, was auf Deutsch Mahamudra-Anleitungen bedeutet. Im Tibetischen heißt der Titel Mahamudra Men Ngag, was auf Deutsch Mahamudra die heilende Unterweisung bedeutet. Ich verneige mich vor dem glorreichen gleichzeitig geboren sein. In dieser Zeile streicht Tilopa heraus, dass wir alles, wonach wir suchen, schon in uns haben. Allerdings haben wir uns im Laufe der Zeit unserer unzähligen Inkarnationen angewohnt, alles nur von draußen zu betrachten. Wir unterscheiden Gut und Böse, richtig und falsch und haben völlig vergessen, dass es keine Unterscheidungen gibt. Alles ist wertneutral und ein Ausdruck unserer Schöpferkraft. Da wir nun zu ahnen beginnen, dass alles aus dem Geist kommt und in diesen wieder zurückkehrt, gilt es, sich nach innen zu wenden und unseren unterscheidenden Geist in die Einsicht zu führen. Obwohl Mahamudra nicht zu lehren ist, nimmst du Härten auf dich, bist voll Hingabe für den Guru und bereit, Leid zu ertragen, scharfsinniger Naropa. Du vom Schicksal Begünstigter, nimm dir dies zu Herzen. Diese Verszeile ist für uns ein Schock. Mahamudra kann man nicht lehren. Ja, wieso denn nicht? Frage, kannst du darauf zeigen? Kann man es sehen, fühlen, schmecken? Antwort, nein. Frage, was ist Mahamudra dann? Antwort, Mahamudra ist die ursprüngliche, wahre Natur unseres Bewusstseins und somit unseres Geistes.
Die zweite Zeile ist für uns von besonderem Interesse. Offensichtlich ist Naropa ein Schüler Tilopas. Viele von uns haben keinen ständigen Guru, also jemanden, wie schon das Wort sagt, der einen von der Dunkelheit, Gu, ins Licht, Ru, führt. Die meisten von uns bekommen Einweihungen, aber einen ständigen spirituellen Lehrer haben sie nicht. Oftmals, zumindest in Österreich, kommen irgendwelche Lamas, Tulkas oder Rinpoches, erteilen eine Einweihung in tibetischer Sprache, die dann mehr oder weniger gut ins Deutsche übersetzt wird, und dann reist der Lama, Tulka oder Rinpoche wieder ab. Und das war's. Von kontinuierlicher spiritueller Betreuung keine Spur. Das ist wohl auch mit ein Grund, warum Suchende eine Einweihung nach der anderen konsumieren, aber das Verständnis bestenfalls nach Null geht und schlechtestenfalls eine Einweihung zu einer weiteren Trophäe verkommt. Da habe ich in der Tat schon einiges erlebt. Die dritte Zeile bezieht sich darauf, dass Naropa, bevor er von Tilopa als Schüler aufgenommen wurde, 12 schwere Prüfungen zu absolvieren hatte. Die letzte Zeile bezeichnet Naropa als einen vom Schicksal Begünstigten. Was ist damit gemeint? Nun, Naropa hat einen Lehrer gefunden, dem er vertraut und auch vertrauen kann. Das war damals sehr schwierig, denn gute und verwirklichte Lehrer waren sehr schwer zu finden. Das war damals nicht anders als heute. Vielleicht ist es heute sogar noch viel schwieriger, denn man bekommt zwar Informationen, wird aber dann mit ihnen oftmals allein gelassen. Wenn man etwas erkannt hat, kann man niemanden fragen, ob das Erkannte auch richtig ist. Und wer hat die Zeit und das Geld, irgendwohin in die Weltgeschichte zu fahren, wenn man einen Job hat, verheiratet ist und Kinder hat? Na gut, gehen wir weiter zu Kapitel 1. Kieho, betrachte dir die weltlichen Phänomene gut. Bar jeder Dauerhaftigkeit sind sie wie Träume und Trugbilder. Träume und Trugbilder existieren nicht wirklich. Daher entwickle Überdruss und gib weltliche Aktivitäten auf. In der ersten Zeile fordert Tilopa Naropa auf, die Dinge genau zu betrachten und zu erkennen. Alles, ob gut oder schlecht, freudvoll oder leidvoll, nichts ist letztendlich von irgendwelcher Dauer. Das wird in der zweiten Zeile festgestellt. Die dritte Zeile vertieft diesen Eindruck noch und erklärt, dass nichts wirklich existiert. Es wird auf diese Feststellung nicht näher eingegangen, sondern Naropa aufgefordert, sich von allem loszusagen. Was die ersten drei Zeilen betrifft, so ist es für uns ebenfalls nicht schwer, den Wahrheitsgehalt aufgrund unserer bisherigen Erfahrungen zu bestätigen und geistig nachzuvollziehen. Schwierig wird es aber mit der vierten Zeile. Nun, Überdruss zu entwickeln ist nicht das Problem, aber unsere diesseitigen Aktivitäten aufgeben? Klingt in der Theorie vielleicht für manchen anziehend, aber wie sieht es denn in der Realität aus? In irgendeine Höhle ziehen? Wo gibt es in Wien und Umgebung eine entsprechende Höhle, für die man nicht Miete zahlen müsste? Wie sieht es mit der Kleidung aus? Bei uns in Österreich besteht die Gefahr, dass es mal wieder so richtig kalt und frostig wird, trotz Klimaerwärmung. Wie kommt man zu seinen täglichen Mahlzeiten? Wenigstens eine warme Mahlzeit wäre nicht schlecht. Naja, man kann es ja mit der berühmten Klostersuppe versuchen. Wenn man mit Klosterbrüdern nichts am Hut hat und in Wien eine Höhle gefunden hat, kann man ein wärmendes Süppchen auch in der Gruft bekommen. Na also jetzt im Ernst, wirklich schwierig ist es, wenn man trotz Beruf, Ehepartnern und Kindern in sich geht und Mahamudra betreibt.
voll in seinem Gewahrsein zu sein, ohne immer wieder daraus herausgerissen zu werden, das ist echt schwierig. Frage: Nun, wie kann man in dieser Realität agieren und dennoch Mahamudra üben? Antwort: Sich nicht entmutigen lassen, nie das Ziel aus den Augen verlieren. Am Anfang meditiert man noch und denkt nach. Dann steht man auf und nach kurzer Zeit hat einen die sogenannte Realität wieder fest im Griff. Mit der Zeit sind Meditation und Realität eins. Das heißt, was man in der Meditation erkannt hat, wird auch in die Realität hinübergenommen. Nach weiterer Zeit hört man auf zu meditieren und ist ganz einfach. Die innere Stimme schweigt und das Bewusstsein dringt durch. Aus dem Bewusstsein wird Bewusstheit. Aus Bewusstheit wird zweifelsfreies Wissen. Und aus dem zweifelsfreien Wissen, aber ich greife vor, noch sind wir nicht so weit. Durchschneide alle Bande von Anhaftung und Abneigung gegenüber Gefolgschaft und Heimat und meditiere allein in Abgeschiedenheit von Wäldern und Bergen. Verweile in dem Zustand, in dem es nichts zu meditieren gibt. Erlangst du, was nicht zu erlangen ist, hast du Mahamudra erlangt. Anhaftung und Abneigung kennen wir alle. Gute Momente wünschen wir uns permanent zu sein. Wenn wir mit jemandem nicht können, wollen wir den Kontakt, falls es sich nicht vermeiden lässt, so kurz wie möglich halten. Frage: Wie schneidet man die Bande von Anhaftung und Abneigung ab? Antwort: Gegenfrage: Währt alles ewig? Antwort: Nein. Frage: Und dennoch hängst du an einem dreifachen Verhalten, das da ist, etwas für gut halten, etwas für schlecht halten, etwas für egal halten. Das Verhalten nach der Erkenntnis, dass alles aus dem Geist kommt und wieder dahin zurückkehrt, führt zu folgendem Verhalten. Es ist, wie es ist. Darin ist keine Freude, kein Hass und kein egalitäres Verhalten mehr. Gajahn Rinpoche schreibt, und ich zitiere: Deshalb ist es notwendig, die Sturheit dieser gegensätzlichen Reaktionsmuster aufzulockern und zu entspannen. In den 37 Übungen der Bodhisattvas heißt es: Zu Freunden hin strömt Sehnsuchtslust wie Wasser, Feinden lodert feuergleich der Hass entgegen. Bevor wir zu Es ist, wie es ist, kommen, tun wir gut daran, uns in Liebe und Mitgefühl zu üben. Frage: Na, wie kann man das am besten machen? Antwort: Seit anfangsloser Zeit inkarnieren wir schon, gleichgültig, ob wir uns daran erinnern können oder nicht. Da wir schon so viele unzählige Leben lebten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle fühlenden Wesen irgendwann einmal unsere Mütter gewesen sind, extrem hoch. Vielleicht kennst du jemanden, der dir erzählt, dass sein Ehepartner im früheren Leben sein Kind gewesen war oder seine Schwester. Wenn du ihn gut genug kennst, glaubst du es ihm sogar. Schwierig wird es nur dann, wenn jemand behauptet, er sei Napoleon gewesen. Und dennoch, wie wahrscheinlich muss nichtsdestotrotz die Tatsache sein, dass jeder von uns schon mal die Mutter des anderen war. Gajahn Rinpoche schreibt dazu eine nette Geschichte. Einer von Buddhas Hauptschülern namens Katayana zog dereinst von Ort zu Ort. Eines Tages gelangte er in ein Dorf, wo er in ein Haus eintrat, in dem eine Frau einen Säugling stillte. Die Frau aß ein Stück Fleisch und warf den Knochen einem Hund zu. Katayana sah die Situation und war dank seiner Hellsichtigkeit in der Lage, die Beziehung dieser Wesen zueinander zu erkennen und rief: Die Frau ist das Fleisch ihres Vaters.
wirft den Knochen nach der Mutter und nähert ihren Feind an ihrer Brust. Später erklärte Katayana, wie es zu dieser Situation gekommen war. Die Eltern der Frau, die dort mit ihrem Kind saß, wurden nach ihrem Tod als Tiere wiedergeboren. Der Vater kam als Bulle zur Welt, die Mutter als Hund. Das Kind an der Brust der Frau war im früheren Leben ihr Freund gewesen. Sie hatte sich Geld von ihm geliehen, das sie aber bis zu seinem Tod nicht zurückgezahlt hatte. In dem Freund erwuchs darüber eine so große Verbitterung, dass er zu ihrem Feind wurde. Er wurde dann als ihr Kind wiedergeboren. So nährte sie ihren Feind an ihrer Brust. Sie selbst aß ein Stück von dem Bullen, den sie getötet hatte, und nahm somit das Fleisch ihres Vaters zu sich. Dem Hund, also ihrer Mutter, warf sie den Knochen ihres Vaters an den Kopf. Naja, wenn man das hört, ist das nicht Grund genug, sich von Sansara zu verabschieden, den 6 Daseinsbereichen alles Gute zu wünschen und Mahamudra zu üben? Nun, im Ernst. Wenn wir Bodhicitta, den Weisheitsgeist in uns entwickeln, entwickeln wir auch Liebe und Mitgefühl. Liebe und Mitgefühl lassen uns automatisch so handeln, dass es allen fühlenden Wesen besser geht. Gleichzeitig helfen wir uns selbst dadurch, indem wir dadurch entsprechend positives Karma ansammeln, das wiederum dazu führt, dass die Möglichkeit, wieder als Mensch geboren zu werden, erhöht ist. Werden wir als Menschen wiedergeboren, haben wir die Möglichkeit, Buddhas Lehren zu hören und uns dadurch an unser ureigenstes Wesen zu erinnern. Indem wir Mahamudra üben, erlangen wir die Buddhaschaft. Genauer gesagt, erinnern wir uns unseres Ursprungs, den wir Buddhaheit nennen. Ich habe vorhin den Begriff Bodhicitta verwendet. Dieses Wort kommt aus dem Sanskrit und setzt sich aus den Wörtern Bodhi für Erwachen oder Erleuchtung und Citta für Geist, Emotion, Gedanke zusammen. Bodhicitta heißt also Erleuchtungsgeist. Bodhicitta wird im Hinayana und im Mahayana verschieden entwickelt. Wird Bodhicitta im Hinayana entwickelt, geht es darum, Frieden und Glück für sich selbst zu erlangen. Da aber auf diese Weise nur die Erleuchtung eines Shravakas oder Pratyekas erlangt werden kann, ist es notwendig, das Bodhicitta des Mahayana zu entwickeln. Shravaka kommt aus dem Sanskrit und heißt jemand, der hört und verkündet. Pratyeka kommt ebenfalls aus dem Sanskrit und bedeutet Einzelerwachter. Um dennoch vollkommene Erleuchtung zu erlangen, muss man das Bodhicitta des Mahayana erlangen. Im Mahayana unterteilt sich Bodhicitta in folgende Abschnitte. Unterteilung im Hinblick auf die Essenz, die Merkmale, die Ursachen und Bedingungen, die Unterteilungen und die Abgrenzungen. Im Mahayana unterscheidet man zwischen relativem Bodhicitta und dem letztendlichen Bodhicitta. Das Merkmal des relativen Bodhicitta ist die Erkenntnis, dass es wichtig und notwendig ist, die vollkommene Erleuchtung auch zum Wohle aller fühlenden Wesen in allen Universen zu erlangen. Es gibt im relativen Bodhicitta 22 Unterteilungen, auf die ich aber nicht eingehen kann, weil es den Rahmen sprengen würde. Nur so viel. Die ersten 3 Unterteilungen beziehen sich auf die Anfängerstufe. Die 4. Unterteilung bezieht sich auf den Weg der Anwendung. Die folgenden 10 Unterteilungen beziehen sich auf die 10 Bodhisattva-Stufen. Die nächsten 5 auf die besonderen Wege der 10. Bodhisattva-Stufe. Und die letzten 3 Unterteilungen beziehen sich auf die Stufe der Buddhaschaft. Also damit will ich es gut sein lassen. Es würde nur zur Verwirrung führen, denn es gibt noch andere Einteilungen.
Wichtig ist jedoch, den Unterschied zwischen Bodhicitta im Hinayana und im Mahayana bzw. Vajrayana zu begreifen. In den letzten beiden Fahrzeugen ist man sich der Verantwortung gegenüber allen fühlenden Lebewesen voll bewusst. Und daher verliert sich jedes nur auf sich selbst bezogene Üben der Erkenntnis. Nicht nur ich bin ein Teil der bewussten Lehre, sondern alle fühlenden Wesen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schmerzlich Unkenntnis für ein fühlendes Wesen ist. Und daher bin ich bereit, meine Erkenntnis mit anderen zu teilen und ihnen dadurch die Möglichkeit zu bieten, den Schleier der Unkenntnis zu zerreißen. Auch gibt es drei Wege der Entwicklung des Bodhicitta. Den Königgleichen, den Hirtengleichen und den Fährmanngleichen. Die königgleiche Entwicklung ist die, dass ich schon Buddhaschaft erlangt habe und aus dieser Position heraus handle. Die hirtengleiche Entwicklung ist die, dass ich schon eine der Bodhisattva-Stufen erreicht habe und aus dieser Position heraus handle. Die Fährmanngleiche Entwicklung ist die, dass ich auf derselben Erkenntnisstufe wie alle fühlenden Wesen stehe und aus dieser Position heraus handle. Viele mögen glauben, dass in der Fährmanngleichen Entwicklungsstufe faktisch ein Blinder Blinde führt. Aber so ist das nicht. Der Fährmann ist zwar auf dem gleichen Floß, aber er kennt die genaue Richtung und kann dadurch die Passagiere sicher ans andere Ufer bringen. Erinnern wir uns an das Mantra des Prajnaparamita. Gate, gate, paragate, parasamgate, bodhisoha. Gegangen, gegangen, hinübergegangen, ans andere Ufer gegangen. Im Sandinirmo Jhana Sutra steht geschrieben, das letztendliche Bodhicitta ist jenseits von Weltlichkeit, frei von allen begrifflichen Begrenzungen und vollkommen klar. Es ist das Subjekt, rein, bewegungslos und äußerst klar, wie eine stete Flamme bei Windstille. Das heißt, dass das Wesen des letztendlichen Bodhicitta Leerheit ist, deren Essenz Mitgefühl ist, klar, bewegungslos und frei von allen Begriffen. Damit will ich es gut sein lassen, was Bodhicitta betrifft. Ich denke, wir haben begriffen, wie wichtig die Entwicklung von Bodhicitta ist, wenn wir Mahamudra ausüben wollen. Es heißt, wer früher gewissenlos gewesen ist und später gewissenhaft wird, wird so anmutig wie der Mond am wolkenlosen Himmel. Genauso wie Nanda, Angulimala, Ajatasattu und Udayana. Nanda war Buddhas jüngerer Halbbruder, der an Frauen hing. Ajatasattu, der 493 vor Christus seinen Vater König Bimbisara, der ein Freund Buddhas war, ermordete, um König von Magadha zu werden. König Udayana, ein Liebhaber der Frauen, Elefanten und der Musik, versuchte Shyamavati, seine Frau, mit einem Pfeil zu töten, was ihm aber nicht gelang, da sie in diesem Augenblick unendliche Güte ausstrahlte, wie sie es vom Buddha gelehrt bekommen hatte. Und dann gibt es noch die Geschichte vom Räuber Angulimala, der 999 Menschen getötet hat und Buddha begegnete, die ich hier jetzt mal erzählen möchte. Zu Buddhas Zeiten lebte einmal ein Räuber, der sehr grausam war. Er überfiel zahlreiche Menschen, raubte sie aus und tötete sie ohne das geringste Mitleid. Er hatte schon so manches Dorf ausgerottet und niemand wagte sich mehr in den Wald, in dem er sein Unwesen trieb. Jedem Menschen, den er tötete, schnitt er einen Finger ab und als Zeichen seiner Stärke trug er eine Kette dieser Finger um seinen Hals. Deswegen
nannte man ihn Angulimala, das heißt Fingerkette. Eines Tages ging der Buddha die Straße entlang, die in den Wald führte, in dem der Räuber lebte. Da riefen die Hirten und Bauern, die ihn sahen: Halt, Mönch, geh nicht in diesen Wald. Da wohnt ein Räuber, der jeden tötet, den er sieht. Es sind schon viele Männer hineingegangen und alle hat er erschlagen, ihre Finger abgeschnitten und trägt sie an einer Kette um den Hals. Geht nicht hinein. Der Buddha aber lächelte nur und setzte schweigend seinen Weg fort. Als der Räuber den Buddha kommen sah, dachte er: Wie sonderbar, ich habe schon mehrere Männer auf einmal niedergemacht. Und da kommt ein Mönch ganz allein und so friedlich, so gelassen, als hätte er vor nichts und niemanden Angst. Ich werde diesem sonderbaren Heiligen zeigen, wer hier der Herr ist, und ihn das Fürchten lehren. Er nahm sein Schwert und folgte dem Erwachten. Der Buddha ging ganz ruhig und gemächlich und der Räuber mit festem Schritt hinter ihm her, um ihn schnell einzuholen. Zu seinem Erstaunen merkte er jedoch nach einer Weile, dass er dem Buddha nicht näher kam. Der Abstand hatte sich nicht verringert. Da erhöhte er sein Tempo. Dann begann er zu laufen. Und zuletzt rannte er mit größter Anstrengung. Aber obwohl der Buddha ganz gemächlich weiterging, kam ihm der Räuber auch nicht einen Schritt näher. Wie seltsam, dachte er, ich habe schon Elefanten gejagt und Pferde eingeholt, aber diesen Mönch kann ich nicht erreichen, obwohl er ganz gemütlich geht. Und er blieb stehen und rief: Bleib stehen, Mönch, bleib stehen! Der Buddha ging weiter und antwortete: Ich stehe schon, Angulimala. Bleib auch du stehen. Da dachte der Räuber: Dieser Mönch ist eigenartig, ich verstehe nicht, was er meint. Deshalb sagte er: Während du offensichtlich gehst, sagst du, ich stehe still? Ich bin eben stehen geblieben und trotzdem sagst du zu mir, bleib auch du stehen? Deshalb frage ich dich, wie ist das zu verstehen? Der Buddha antwortete: Ich stehe fest, Angulimala. Fest für immer, denn ich werde weder von Hass noch von Verlangen getrieben. Ohne an etwas zu hängen, empfinde ich grenzenloses Mitgefühl für alle Wesen. Du aber, Angulimala, wirst von Hass und Begehren getrieben, und nicht ein Hauch von Mitgefühl regt sich in dir. Deswegen stehst du niemals still. Aber ich stehe fest für immer. Diese Worte berührten den Räuber tief und mit einem Schlag erkannte er, dass er den falschen Weg eingeschlagen hatte. Er kniete sich hin und sagte: Du bist ein wahrhaft weiser Mann, o Mönch, und deine Worte haben mir die Augen geöffnet. Von nun an will ich anderen Wesen keinen Schaden mehr zufügen. Er nahm sein Schwert und alle seine Waffen, zerbrach sie und warf sie weg. Dann verbeugte er sich vor dem Erwachten und fragte: Wie kann ich lernen, ein gutes und hilfreiches Leben zu führen? Wie kann ich nach all meinen Taten den Frieden erreichen, den du gefunden hast? Der Buddha lächelte und nahm ihn in seine Gemeinschaft auf, indem er die schlichten Worte sprach: Komm, Bruder, folge mir, ich zeige dir den Weg. So wurde der Räuber ein Mönch in der Gemeinschaft des Buddha und ging mit ihm in ein Kloster. Es hatte sich jedoch sehr schnell herumgesprochen, dass der berüchtigte Räuber im Kloster lebte und die Menschen gingen voll Angst zum König und sagten: Herr, der grausame Räuber Angulimala versteckt sich beim Buddha. Er hat viele Menschen getötet und trägt ihre Finger um den Hals. Ihr müsst ihn da herausholen und unschädlich machen. Da zog der König mit vielen Kriegern zum Kloster und suchte den Buddha auf. Nachdem er ihn gegrüßt hatte, fragte der Buddha: Was führt euch her, großer König? Habt ihr irgendwelche Probleme mit den Nachbarländern? Nein, verehrter Meister, antwortete der König, es herrscht Frieden. Ich habe ein anderes Problem. Die Leute sagen, der berüchtigte Räuber Angulimala ist bei dir untergekommen. Er ist ein böser und grausamer Mann, der viele Menschen getötet hat. Ich muss ihn festnehmen. Der Buddha antwortete:
Angenommen, großer König Angulimala hätte sich von der Welt zurückgezogen, würde niemanden mehr Schaden zufügen, nichts nehmen, was nicht ihm gehört, würde nicht mehr lügen, würde bescheiden leben und nur einmal am Tag essen. Angenommen, er hätte sein Haar und seinen Bart abgeschnitten. Er trüge eine einfache Robe und wäre ein Mönch in meiner Gemeinschaft und ein Vorbild an Tugend und Rechtschaffenheit. Was würdest du dann machen? Der König antwortete: Verehrter Meister, einen solchen Mönch würde ich respektvoll grüßen, würde ihm eigenhändig einen Sitz bereiten, wäre glücklich, ihn mit Kleidung, Essen und Medizin zu versorgen. Aber das ist ja nicht möglich, dass sich ein derart böser und grausamer Mörder so ändert. Während des Gesprächs saß Angulimala nicht weit vom Buddha entfernt und so streckte der Erwachte den Arm aus und sagte: Der da, großer König, ist Angulimala. Der König sprang zitternd vor Angst auf und wollte nach seinem Schwert greifen. Da sagte der Buddha beschwichtigend: Hab keine Angst, König, und beruhige dich. Er wird dir nichts tun. Er ist ein guter Mönch. Da trat der König etwas näher und schaute sich den Mönch an. Ihr seht sehr freundlich aus, sagte der König schließlich. Seid ihr wirklich der furchtbare Räuber Angulimala? Ja, der war ich, antwortete dieser. Nun fragte ihn der König nach seiner Geschichte und schließlich war er von der Bekehrung des Mönches überzeugt und er sagte hocherfreut zum Buddha: Es ist wunderbar, verehrter Meister. Mir war es nicht möglich, mit meinen Kriegern diesen gefährlichen Mann zu überwältigen. Aber ihr habt ihn ohne Waffen überwunden. Ihr habt nicht nur das Böse überwunden, sondern ihr habt es verwandelt, sodass es gut geworden ist. Das ist der höchste Sieg. Angulimala lebte sehr zurückgezogen von der Welt, achtsam, bemüht und entschlossen, und schließlich erreichte er die Erleuchtung. Er war von nichts mehr in dieser Welt abhängig. Eines Tages, als Angulimala unterwegs war, sahen ihn die Leute, die ihn von früher her kannten. Sie warfen mit Steinen nach ihm und schlugen ihn mit Stöcken. Schwer verletzt und blutüberströmt, schleppte sich Angulimala ins Kloster zurück. Als ihn der Buddha sah, rief er ihm zu: Ertrage es, edler Bruder, ertrage es, denn du erleidest jetzt schon die Folgen deiner bösen Taten, sonst würdest du dafür viele hundert oder tausend Jahre in der Hölle schmachten. Angulimala wurde in die Halle getragen und die Mönche versammelten sich um ihn. Obwohl er im Sterben lag und große Schmerzen erlitt, war sein Geist ruhig und gelassen. Er richtete sich noch einmal auf und sprach zu seinen Brüdern: Wer achtsam lebt, wer die Folgen seiner vergangenen bösen Taten durch gute Taten verwandelt, wer sich nach den Lehren Buddhas richtet, der erhält die Welt. Mögen meine Feinde die Wahrheit erkennen und mögen sie der Lehre des Buddhas folgen und sich zu guten Menschen entwickeln. Mögen meine Feinde sich guten Menschen anschließen, anderen kein Leid zufügen und innere Ruhe finden. Manche Menschen müssen mit Feuer und Schwert überwunden werden. Mich hat der Buddha selbst mit seiner allumfassenden Liebe überwunden. Weise Menschen hüten ihre Achtsamkeit als ihren größten Schatz. Denn wer achtsam ist und mit der Übung der Meditation vertraut, wird großes Glück erlangen. Ich bin glücklich, dass ich den Rat des Buddha folgte. Von allen Möglichkeiten, die das Leben bietet, habe ich die beste gewählt. Ich habe die wahre Einsicht erlangt. Ich bin den Weg des Buddha bis zu seinem Ende gegangen. Nachdem Angulimala so gesprochen hatte, starb er und ging ein in das Reich ohne Geburt und Tod. Nach seinem Tod sprachen die Mönche der Gemeinschaft über die mögliche Wiedergeburt des Angulimala. Als der Buddha davon hörte, sagte er zu ihnen: Mein Sohn Angulimala wird nicht mehr geboren. Wie ist das möglich, nachdem er in diesem Leben so viele Menschen umgebracht hat, wollten sie wissen. Und der Buddha antwortete ihnen: Ja, ihr Mönche, in den vergangenen Zeiten vollbrachte er all diese bösen Taten, weil er die Lehre von der Wahrheit nicht kannte. Nachdem er einen Lehrer gefunden hatte, widmete er sein Leben der Achtsamkeit und wurde erleuchtet. So verwandelte er die Folgen seiner bösen Taten durch gute Taten.
Wer durch sein achtsames Leben zur Erkenntnis der Wahrheit gelangt, der erleuchtet die Welt, wie der volle Mond die Erde erleuchtet, wenn er nicht von Wolken bedeckt ist. Nun zurück zum Ausgangspunkt. Indem wir am Anfang unseres Trainings Zuflucht zu Buddha, Dharma und Sangha nehmen, haben wir einen Schutzwall, in welchem wir uns verwirklichen können. Wichtig ist, dass wir unseren Geist beruhigen. Dazu gibt es viele Möglichkeiten. Eine davon sehen wir uns jetzt an. Frage: Was ist ein Yidam und wozu ist er gut? Yidams sind Meditationsgottheiten. Sie sind die Sambhogakaya-Form verwirklichter Wesen. Bevor ich weiter darauf eingehe, möchte ich die Trikaya-Lehre des Buddhismus erklären, damit wir alle auf denselben Wissensstand stehen. Im Vajrayana stellen die drei Körper Dharmakaya, etwa Dharmakörper, Sambhogakaya, Körper des Segens, und Nirmanakaya, manifestierter Körper bzw. Emanationskörper, drei verschiedene Entwicklungsebenen dar. Dharmakaya bezeichnet die ursprüngliche, erleuchtete Natur des Geistes selbst. Der Dharmakaya steht repräsentativ für die allumfassende Einheit und Leerheit des Geistes. Seine Natur ist ungeboren und todlos, offen und weit, ohne Zentrum und ohne Begrenzung. Die klassisch-ikonografische Darstellung zeigt den Dharmakaya, auch Körper der Leerheit, als nackten Buddha ohne Schmuck in Vereinigung mit seiner Partnerin, tibetisch Yabhyum, vor tiefblauem Hintergrund, also Samantabhadra und Samantabhadri, tibetisch Khyentu Sangpo bzw. Sangmo. Samantabhadra steht für das Ungehindertsein und Samantabhadri für das Nicht-Entstehen. Aus der reinen, offenen und zugleich potenziellen Seinsdimension des Dharmakaya erheben sich spontan leuchtende, in allen Regenbogenfarben schillernde Formen und bilden den Sambhogakaya, das ursprüngliche Mandala der fünf Dhyani-Buddhas. In diesem sind die fünf Geistesgifte der fühlenden Wesen, nämlich Unwissenheit, Hass, Gier, Neid und Stolz, in die ihnen zugrunde liegenden fünf Weisheitsaspekte transformiert und werden als die fünf ursprünglichen Buddhas dargestellt. Es finden sich verschiedentlich auch die Begriffe Wahrheitskörper, Raumkörper oder transzendenter Buddha-Körper zur Beschreibung des Dharmakaya. Buddhas, die den Dharmakaya repräsentieren, werden auch als Adi-Buddhas oder Ur-Buddhas bezeichnet. Sambhogakaya bezeichnet den Freudenkörper, Genusskörper oder auch Körper der Glückseligkeit. Der Sambhogakaya ist eine direkte Emanation des Dharmakaya. Er repräsentiert die gesamte Ikonografie des Vajrayana, des tibetischen Buddhismus, und ist somit die Grundlage für eine umfassende Einsicht in die Natur des Geistes. Im Rahmen der tantrischen Tradition stellt sich dieses allumfassende Mandala wie folgt dar. Tantra kann hier als Gewebe oder Netz interpretiert werden und weist auf die mit allem verwobene Existenz aller fühlenden Wesen inklusive aller Phänomene und Erscheinungen hin. Dargestellt wird der Sambhogakaya als Mandala und metaphysisches Konstrukt aus den Antipoden des universalen Geistes durch die fünf transzendenten Buddhas, auch Dhyani-Buddhas, Jinas, Tathagatas oder die Siegreichen genannt. In der Mitte des Mandalas erscheint der Adi-Buddha als direkte Ausstrahlung des Dharmakaya-Buddhas Samantabhadra.
Dies kann je nach Tradition und Praxisvorgaben variieren. Er kann in der Form des eigenen Gurus, Vajradhara oder Padmasambhava erscheinen. Häufig wird auch Vajrasattva, tibetisch Dorje Sempa oder Dorje Chang in der Visualisation diese Form einnehmen. Klassisch erscheint Vairochana in der Mitte des Sambhogakaya Mandalas. Vairochana hat, je nach Sichtweise der im Guru-Yoga verkörperten Gottheit, eine weiße Körperfarbe. Er ist die Manifestation des allumfassenden Bewusstseins bzw. der Schöpfer aller Erscheinungen. Sein Urgrund ist die Basis aller Erscheinungen. Er verkörpert das reine, klare und unendliche Bewusstsein und nimmt im Mahayana eine zentrale Stellung ein. Er verkörpert weiterhin die Gesamtheit der Wirklichkeit. Er ist alles, alles, was es gibt. Er nimmt jeden Namen an als Ausstrahlung des Dharmakaya, pures, klares Bewusstsein, die Verkörperung des Raumes als bewusstes, erkennendes Wesen. Wo Raum ist, ist Bewusstsein, weit, offen, unpersönlich. Er ist der Herr der Familie des Rades, Symbol für das Jnanakula, die Familie der Weisheit und sitzt auf einem mit Löwen oder Drachen geschmückten Thron im Zentrum des Mandala der fünf Dhyani-Buddhas. Seine Geste symbolisiert das Drehen des Rades der Lehre. Er entspricht somit dem weißen Licht vor seiner Dispersion in die einzelnen Farben. Reines, klares Bewusstsein, weit und offen, wie der unendliche Raum, ohne Zentrum und ohne Begrenzung, zeitlos, ewig in der Gegenwart, etwas, das alle Verfehlungen des Lebens in allumfassende Weisheit transformiert. Aus ihm emanieren in die vier Windrichtungen vier weitere Buddhas, im Osten Akshobhya, im Süden Ratnasambhava, im Westen Amitabha und im Norden Amoghasiddhi. In der ikonografischen Darstellung der verschiedenen Buddha-Formen erscheinen Sambhogakaya-Buddha-Formen in ihrer friedvollen Form traditionell mit dem Schmuck des Sambhogakaya, Krone, Halsketten, Armreifen und edlen Gewändern. Zornvolle Sambhogakaya-Formen werden traditionell mit schrecklichem Gesichtsausdruck, Schädelgirlanden, einer Schädelkrone und von einem Flammenkranz umgeben dargestellt. Sambhogakaya halten meist auch verschiedene Attribute wie Glocke, Dorje, Lotus und Weisheitsschwerter. Diese typische Darstellung wird im Verbreitungsgebiet des Mahayana-Buddhismus aber nicht stringent eingehalten. Daher werden teilweise auch Formen des Dharmakaya mit den Kennzeichen des Sambhogakaya dargestellt. Teilweise haben die Buddha-Formen des Dharmakaya auch Entsprechungen auf der Ebene des Sambhogakaya. Nirmanakaya bezeichnet den Ausstrahlungs- oder Manifestationskörper auf der Ebene der Wahrnehmung gewöhnlicher Wesen in Raum und Zeit. Nirmanakayas manifestieren sich aufgrund von allumfassendem Mitgefühl und erscheinen uns in Form erleuchteter Lehrer, die gelobt haben, alle fühlenden Wesen aus dem Leidenskreislauf des Samsara zu befreien. Dharmakaya und Sambhogakaya und Nirmanakaya ergeben zusammen Swabhavikakaya, Essenzkörper. Rupakaya ist der Formkörper eines Buddha und setzt sich aus Sambhogakaya und Nirmanakaya zusammen. So, jetzt haben wir alle dasselbe Wissen und können weitermachen. Kehren wir zu unserer Frage zurück. Was ist ein Yidam?
Jedams sind also Meditationsgottheiten. Sie sind männlich oder weiblich, friedvoll oder zornvoll. Männlich oder weiblich muss ich nicht direkt erklären. Aber was bedeutet friedvoll bzw. zornvoll? Zornvoll in Bezug auf Meditationsgottheiten, Buddhas etc. bedeutet Zähmen der negativen Kräfte durch die kraftvolle Energie zornvoller Bilder. Entsprechend ist der friedvolle Aspekt zu betrachten. Welche Meditationsgottheit und welchen Aspekt wir wählen, hängt von uns selbst ab, von unseren Vorlieben und Abneigungen. Wichtig ist, sich mit der gewählten Meditationsgottheit identifizieren zu können. Für Anfänger ist das sehr schwierig. Hinzu kommt noch, dass es am Anfang schwierig ist, sich mit einem Jidam zu identifizieren, der nicht dasselbe Geschlecht besitzt. Sich selbst als Vajrayogini zu identifizieren, wenn man ein Mann ist, oder als Heruka, wenn man eine Frau ist, ist besonders dann schwierig, wenn man sich im weiteren Verlauf selbst in Vereinigung mit dem Partner Jidam sehen soll. Als Vajrayogini in Vereinigung, das heißt also ein Yabhyam mit Heruka oder umgekehrt. Wenn man fortgeschritten ist und zweifelsfrei erkannt hat, dass es männlich und weiblich in Wahrheit gar nicht gibt, hat der Meditierende damit natürlich kein Problem. Wir Buddhisten wissen, dass alles nur Schein ist. Und da wir das erkannt haben, gehen wir auch zu unserem Ursprung zurück und verfangen uns nicht in weitere samsarische Verstrickungen. Wie gesagt, man muss nicht unbedingt in die Einöde gehen, um zu erkennen. Wenn wir bei allem, was wir tun, unser Bewusstsein ergründen, werden wir herausfinden, woher unsere Regungen kommen. Auch die drei Jhanas, die Buddha uns gelehrt hat, können wir dergestalt betrachten. Im Hinayana liegt der Schwerpunkt auf dem Vermeiden. Man vermeidet alles, was auch nur im Ansatz Leiden schaffen könnte. Im Mahayana gehen wir davon aus, dass alle fühlenden Wesen aufgrund dessen, dass wir seit anfangsloser Zeit inkarnieren, irgendwann einmal unsere Mütter waren. Im Vajrayana nehmen wir alles zum Anlass, um in uns zu gehen und unsere Buddhaheit zu ergründen. Im Vajrayana wird nichts abgelehnt oder herbeigesehnt. Jeder Augenblick, jede Situation dient dazu, mit seinem ureigensten Wesen in Kontakt zu treten. Im Vajrayana gibt es die sogenannten Ngöndro-Praktiken. Das sind vorbereitende sowie grundlegende Praktiken, geschickte Mittel, Upaya genannt, und bewirken eine Reinigung des Geistes, die letzten Endes zur Erleuchtung führt. Die Ngöndro-Praxis gliedert sich in äußere und innere Vorbereitungen. Die äußere Vorbereitung besteht in den vier Kontemplationen, die auch im Hinayana und Mahayana praktiziert werden. Kostbarkeit des menschlichen Lebens, Vergänglichkeit allen Seins, Prinzip von Ursache und Wirkung, die ja nicht von außen kommt, sondern von uns selbst, Verstrickung in Leid, Werden und Vergehen seit anfangsloser Zeit, genannt Samskara, Sanskrit auch beständiges Wandern. Die innere Vorbereitung besteht aus 5 Punkten. Zuflucht zu Buddha, Dharma und Sangha und das Erwecken von Zuversicht und Vertrauen in unsere eigene Buddha-Natur. Das Erwecken von Bodhicitta, den Erleuchtungsgeist. Wir haben gelernt, dass es 2 Arten von Bodhicitta gibt, relatives und letztendliches. Heilung und Reinigung durch die Vajrasattva-Praxis, Ansammlung von Verdienst und Weisheit und die Guru-Yoga-Praxis. Bei all diesen Übungen ist die nach innen gerichtete Achtsamkeit, Prajna, das ist also Weisheit, genannt unabdingbar. Mit der Übung erkennt man auch, dass es weder einen Beobachter gibt, noch etwas, das es zu beobachten gilt. Diese Erkenntnis wird durch unseren Verstand nicht erreichbar. Darauf werde ich später noch etwas genauer eingehen. Die Zeilen "Verweile in dem Zustand, in dem es nichts zu meditieren gibt. Erlangst du, was nicht zu erlangen ist, hast du Mahamudra erlangt", werden für uns bald einen Sinn
ergeben. Dadurch, dass wir jetzt dauernd in Gier, Hass, Ärger, Abneigung etc. verhaftet waren, mussten wir immer wieder inkarnieren. Sehen wir uns unsere Gewohnheiten genauer an, kommen wir drauf, dass sie uns noch tiefer in Verstrickungen führen, statt uns aus diesen Verstrickungen herauszuführen. Wenn man reich ist, will man noch reicher werden. Wenn man in einem Körper mit einem bestimmten Geschlecht steckt, will man einen Körper eines anderen Geschlechts. Manche Männer können mit Frauen nichts anfangen und fühlen sich zum eigenen Geschlecht hingezogen. Manche Frauen hoffen, die Erfüllung in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft zu finden. Und dann kommen noch die vielen Glaubensrichtungen, die alle, ausnahmslos, von sich behaupten, sie seien der einzig wahre Glaube. Ich könnte die Liste endlos fortsetzen. Wir sind so im Schein verstrickt, dass wir genau diesen Schein als Wirklichkeit zu erkennen glauben. Das Leid und Elend, das aus solchen Vorstellungen entspringt, nehmen wir schicksalsergeben hin. Um diesem Wahnsinn die Krone aufzusetzen, demonstrieren wir für diese Vorstellungen und nennen sie das auch noch Fortschritt. O heilige Einfalt! Üben wir uns jedoch in Mahamudra, erkennen wir die Wahrheit zweifelsfrei. Die Störungen, die es uns früher unmöglich machten, über den Tellerrand von Samsara zu blicken, sind nach und nach wie weggeblasen. Was übrig bleibt, ist das, was im Vajrayana als große Freude bezeichnet wird. Groß deshalb, weil diese Freude nicht mehr der samsarischen Freude unterliegt, sondern aus unserer Buddhaschaft entspringt. Wenn man Mahamudra erreicht hat, kann man es niemandem zeigen. Ist offen gestanden auch nicht notwendig, denn Bodhicitta ist es, das dich dazu bringt, anderen dabei zu helfen, ihre Buddhaschaft zu erkennen. Die Phänomene des Daseinskreislaufs sind sinnlos und die Ursachen des Leidens, da bedingte Phänomene eines wahren Kerns entbehren, sieh auf den letztendlichen Kern der Dinge. Durch die Phänomene des Geistes siehst du nicht, was jenseits des Geistes liegt. Durch die Phänomene des Tuns gelangst du nicht dahin, dass es nichts zu tun gibt. Wer reich ist, muss Sorge tragen, dass ihm sein Vermögen nicht gestohlen wird. Gleichzeitig keimt die Angst weiter, er könne verarmen. Also muss er reicher werden. Er erkennt nicht, dass er auf einem Sandkorn namens Erde durchs Weltall rast. Und jeden Moment könnte ein Asteroid auf die Erde zurasen und die Menschheit auslöschen. Ein anderer ist arm oder stark an der Armutsgrenze. Heute gibt es viele Menschen, die sogenannten Working Poor, die arbeiten, aber von der Arbeit nicht leben können. Gleichzeitig leben sie wie ständig in der, völlig berechtigten Angst, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Eigenartigerweise haben viele Menschen, die ein Milliarden- oder gar ein Billionenvermögen besitzen, keinerlei Empathie. Wenn sie mal was spenden, dann tun sie das nur im Rahmen einer Spendengala und lassen sich dabei ausführlich feiern. Sie lernen aus der Vergangenheit nicht. Irgendwann stehen die Armen auf und vernichten die Reichen. Wir haben das erst kürzlich im 18. Jahrhundert erlebt. Ein skrupelloser französischer König und dessen Adelsgenossen haben sich bei ihren Untertanen in der schamlosesten Art und Weise bereichert und sie ausgepresst, bis die Ausgebeuteten den reformunwilligen Adel hinweggefegt haben. Den Reichen mit Karma zu kommen oder damit, dass alles nur Schein und ohne Eigenleben ist, würde ihnen nur ein müdes Lächeln abbringen, mehr nicht. Es wird nicht mehr lange dauern und die heutig Ausgebeuteten werden die uneinsichtigen Reichen von ihrem Reichtum befreien. Kehren wir zum Ausgangspunkt zurück. Betrachten wir das Sein als Leinwand, auf die unser Geist seine Vorstellungen projiziert. Wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, sprechen wir von Samsara, Nirvana, den sechs Daseinsbereichen etc. Was Anfängern im Mahamudra Angst macht, ist die Erkenntnis, dass es keinen Handelnden gibt und keinen,
dem eine Handlung zuteil wird. Wenn also nichts existiert, wie kann es dann sein, dass dennoch etwas zu existieren scheint? Das ist eine gute Frage. Wenn wir tiefer in Mahamudra eingehen, wird uns nach und nach klar, dass wir gewohnt sind, in Gegensätzen zu denken. Etwas existiert oder existiert nicht. Es ist wie in der Informatik, 0 oder 1. Es entspricht nicht unserer Erfahrung, dass etwas gleichzeitig existiert und dennoch nicht existiert. Existenz entspricht der relativen Wahrheit und Nicht-Existenz der absoluten Wahrheit. Nicht-Existenz ist jedoch nicht im nihilistischen Sinn zu verstehen. Nicht-Existenz ist Leere mit Bewusstheit. Klingt toll, bringt uns aber intellektuell nicht weiter. Denn diese Erkenntnis kann jedoch nicht mit dem Verstand erfasst werden, da der Verstand nur dual die Wirklichkeit erfassen kann. Durch Mahamudra jedoch bietet sich die Möglichkeit, über die natürlichen Begrenzungen unseres Verständnisses hinauszugehen. Um zu erkennen, bedarf es der inneren Stille. Vielleicht ist manchen von euch aufgefallen, dass viele Menschen Stille als etwas Bedrohliches erfahren. Darum läuft oftmals, während man etwas tut, lernt oder Aufgaben erledigt, der Fernseher oder das Radio oder der iPod. Viele können sich, wenn Stille herrscht, nicht konzentrieren. Anstelle des kartesischen "Ich denke, also bin ich" tritt das "Ich umgebe mich mit Lärm, also lebe ich". In Filmen wird normalerweise die Musik eingesetzt, um Situationen oder Gefühle zu verstärken. Mir fällt aber schon seit einigen Jahren auf, dass oftmals die Hintergrundmusik lauter ist als das, was die Akteure gerade sprechen. Offensichtlich wird hier die Musik dazu missbraucht, sprachlich bedingte Pausen zu überbrücken. Ähnlich wie in Sitcoms aus Amerika, an allen möglichen und unmöglichen Stellen Lachen und oder Klatschen eingespielt wird. Mahamudra bietet uns die Möglichkeit, sich auf uns selbst zu besinnen. Es bietet uns die Möglichkeit, aus der Stille und der daraus folgenden Achtsamkeit heraus uns an uns selbst zu erinnern. Im zweiten Teil lernen wir, uns dem Wesentlichen hinzuwenden. Tashi Dele. Mögen alle lebenden Wesenheiten, die einst unsere Mütter waren und so zahlreich, wie der Raum an Umfang groß ist, Erleuchtung erlangen. Mögen wir den Dharma hören, die Lehren kontemplieren und meditieren, sodass wir in der Lage sind, ihnen zu helfen, dieses Ziel zu erreichen.